Hallo zu Atelier Riser 2. Seit heute haben wir jetzt nur den Release. Ich hatte es ja schon 2 Tage vorher gehabt. Da habe ich erstmal mit der PS4-Version erstmal hier das Spiel ausgiebig mal ausgetestet. Und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, was sich jetzt schon seit Riser 2 sich entwickelt hat. Weil wir wissen ja, Riser 1 war ja schon sehr, sehr cool. Und ja, der zweite Teil macht es umso besser. Es gibt so viele coole neue Effekte und auch coole weitere Sachen, die es jetzt soweit gibt. Und ja, heute seit dem Release ist es jetzt nun da. Und sprich, es gab ja schon die ersten guten Verkaufszahlen in Asien. Jetzt wird man ja auch noch schauen, wie es denn jetzt auch noch in EU aussieht und auch in Amerika. Sprich, da auch noch die Verkaufszahlen. Da wird man das, denke ich mal, noch die nächste Woche auch noch erfahren. Es wird ja mal soweit immer die erste Woche, soweit immer analysiert, soweit wie das sich das ja verkauft hat. Und der erste Teil kam ja schon mega gut an und der zweite Teil hat es ja umso noch besser gemacht. Man hat es ja auch schon gesehen bei den Verkaufszahlen in Asien. Und ja, hier haben wir ja die Quest bei der Story, wenn ihr hier die Optionstaste drückt bei PlayStation. Ich spiele jetzt ja hier über die PlayStation 5. Wie gesagt, habe ich ja davor erst mal die PlayStation 4-Version gespielt, weil die PS5-Version war erst ab dem heutigen Release-Datum verfügbar und ich musste so gesehen nochmal erneut spielen. Und ja, die Trophies habt ihr ja auch getrennt von PS4 und PS5. Und ja, hier haben wir jetzt hier die Quests, einmal mit der Hauptquest, sprich der Story mit Ryza. Das seht ihr an den Chibi-Figuren. Und dann haben wir hier auch noch Quests mit den Story, sprich auch noch mit anderen Charakteren. Hier seht ihr soweit die abgeschlossenen Quests in der Story. Und dann haben wir hier auch noch, wenn wir hier auf Dreieck sind, dann sind wir hier bei der Main-Menü. Und hier sehen wir einmal mit den Containern die gesammelten Sachen, auch hier zu den verschiedenen Reitern von Sachen, die wir hier bekommen. Dann haben wir den Skill-Tree, das ist seitdem ja auch hinzugefügt worden. Hier lernen wir jetzt nach und nach Sachen frei. Hier haben wir ja, wo wir ja beginnen. Und dann könnt ihr hier ab dem Tutorial hier schon so die Sachen freischalten. Später baut ihr auch noch die Bombe bei den Quests oder hier auch später zu den Spezialsachen, die man erst durch mehrere SPs bekommt. Eine zu einer Sache, die SP bekommt ihr, wenn ihr Sachen herstellen tut. Dann kriegt ihr SPs und könnt dann damit so gesehen die Sachen hier nach und nach freischalten. Und ja, hier schaltet ihr Alchemie-Sachen frei, um die herstellen zu können. Ja, fürs Herstellen müsst ihr hier bei der Synthesis gehen. Hier könnt ihr Sachen herstellen. Hier seht ihr auch selber die Sachen, die ihr dann freigeschaltet habt durch den Skill-Tree und auch die Anzahl, wie viel ihr davon jetzt besitzt. Außerdem seht ihr, was die bringen, ob das jetzt ein Single-Target ist oder AOE, sprich Area. Was die Sachen so bringen. Hier auch nochmal Single oder viele weitere Sachen, auch die Gathering-Sachen oder auch viele weitere, wie auch Waffen herzustellen, Rüstungen und viele weitere Items, die es dann möglich sind herzustellen. Und ich werde euch jetzt einfach hier ein Beispiel zeigen. Ihr seht hier die Quantität, die ihr bekommen tut, also die Anzahl und auch die CC, die ihr dafür braucht, sprich im Kampf. Und ja, wir stellen es einfach jetzt mal schnell her, damit ihr dann den sehen tut, dass wir auch dafür gleich die in dem entsprechende SP bekommen, die wir jetzt ja fürs Skill Tree brauchen. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel, haben wir jetzt Crit. Hier könnt ihr nochmal gegen entscheiden, falls. Wir werden jetzt einfach mal herstellen auf die Schnelle. Wir haben es jetzt hergestellt, einmal. Und gleich kriegen wir die dementsprechende SP. Hier haben wir jetzt bekommen. Und ja, das macht ihr soweit vorläufig, bis ihr dann die angesammelten SPs habt, um die Sachen dann freizuschalten. Später kriegt ihr hier auch noch Gathering-Sachen freigeschaltet, wie Sichel, die Axt und auch später sogar die Fischerhute. Also sprich die Angel und halt auch den Insektennetz, um weitere Sachen sammeln zu können. Ihr seht ja auch selber, wie
wie weit auch immer die Skilltrees weitergehen. Hier zum Beispiel haben wir hier noch eine Kette. Heißt also, hier sind wir noch nicht weit genug. Hier müssen wir immer gewisse Sachen erfüllen, wie den Fortschritt der Story oder auch Sachen, die ihr machen müsst. Kriegt ihr dann hier das dann irgendwann später freigeschaltet. Und dann seht ihr hier aus welche Pfeile, da seht ihr auch immer, wo es dann als nächstes weitergeht, in welcher Richtung, da kann man das eigentlich ganz gut sehen. Ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr coole Sache. Hier auch nochmal, die Quantität wird hier auch nochmal verbessert von den Sachen, die ihr dann durch die Gathering-Sachen bekommen könnt. Außerdem könnt ihr sogar noch die Sachen noch verbessern, ihr könnt einen Rank abgeben, somit hat es so gesehen noch mehr Potenzial. Und außerdem könnt ihr noch zusätzlich noch euren Stuff auch noch verbessern, somit kriegt ihr auch noch mal bessere Stats. Sprich also, hier erhöht ihr halt die Menge von den gesammelten Items durch den Gathering. Als nächstes kommen wir zu den Quests, die bekommt ihr dann später auch im Verlauf der Story freigeschaltet. Hier haben wir einmal Requests, hier könnt ihr jeweils Sachen abgeben, die ihr dann hier erledigen könnt. Und außerdem bekommt ihr hier auch noch mal Belohnung. Da gibt es den Bulletin Board. Da wird man auch nochmal schauen, das habe ich noch nicht so weit da. Und wir haben jetzt hier noch die Party, sprich wie bei Riser 1 könnt ihr auch in Riser 2 Aufgaben erfüllen für die jeweiligen Charaktere, um sie auch noch so gesehen zu verbessern. Hier seht ihr auch nochmal, was man als Reward bekommt. Und hier somit steigert ihr nicht nur die Charaktere, sondern auch jeweils ihre Skills und auch ihre Passive. Also später hier beim Café in der Stadt könnt ihr dann hier bei der Tafel die Quests annehmen, die es denn hier gibt. Hier seht ihr zum Beispiel so welche Dailies. Ich denke mal, es wird auch noch für weitere Tage möglich sein oder Weekly sogar, je nachdem. Und hier seht ihr auch nochmal, was ihr dafür erfüllen müsst. Und hier bei Report könnt ihr dann Quests so gesehen, die ihr dann soweit abgeschlossen habt, hier reporten. Also hier könnt ihr die abschließen. Und dann kommen wir hier zu den Equipment. Hier könnt ihr bei den Charakteren jeweils die Waffe, Rüstung und auch die zwei Accessoires verwalten. Hier könnt ihr so gesehen euren Charakter noch zusätzlich dann mit weiteren Equipment verbessern. Und auch dann später, wenn ihr bessere habt. Je nachdem gibt es sogar von E bis S ein Ranking von Waffen, Rüstung und Accessoires, Axt, Sichel und so weiteres. Also diese ganzen Gathering-Sachen. Ihr könnt hier bis zu 4 belegen. Das sind ja die, die ihr dabei haben könnt. Ihr könnt ja auch dann je nachdem auch durchtauschen. Und dann gibt es hier noch die Adventuring-Tools. Wir haben ja heute ja den Release, deswegen habe ich heute auch erst das Video für euch jetzt bereitgestellt, um erstmal fürs Anfang euch das zu zeigen, was alles jetzt so ja hauptsächlich erstmal da ist. Dann haben wir hier die Core-Items, so wie beim ersten Teil könnt ihr die hergestellten Sachen belegen, sprich also das sind solche Items, die könnt ihr während des Kampfes einsetzen. Dafür braucht ihr natürlich auch die Aktionspunkte. Was ihr außerdem auch braucht, sind diese CC, die sammelt ihr auch an. Die braucht ihr neben die Aktionspunkte auch noch, um diese Item Rush nutzen zu können, sprich im Kampf diese Sachen. Und dann gibt es auch verschiedene Effekte, was die Sachen je nachdem verursachen. Zum Beispiel die grünen Bohnen, also die Grass Beans, geben euch dann die HP und kurieren euch auch gewisse Sachen und viele weitere. Zum Beispiel hat es auch einen Zusatzeffekt, diese Traits, die ihr dann auch noch habt. Dann gibt es so gesehen Crit und weitere Stats. Hier genauso seht ihr auch nochmal, was es bringt. Hier machen wir Feuerschaden. Es gibt auch verschiedene Elemente, die da auch noch ihren Nutzen haben. Und aber auch die Effekte und auch die Traits, die es da auch nochmal oben drauf gibt. Und ja, ihr könnt dann hier 4 Slots von den Sachen belegen zu den jeweiligen Charakteren. Und ich denke mal, es wird auch noch später, wie bei Riser 1, Sachen geben, die so viel und so viel verbrauchen. Sprich also, ihr könnt dann nur bis zu einer gewissen Anzahl denn das bis zum Cap tragen. Das wird man dann später noch sehen, wohl, denke ich mal, sehen, weil wir haben hier noch 0 von 10. Und die Charaktere haben jeweils nur noch ihren Max-Cap dafür, also sprich den Core Charge.
Gut, dann kommen wir auch zu den Formationen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den man hier auch nochmal euch zeigen möchte. Hier haben wir die Party. Die Party ist ja die Charaktere, die ihr generell im Kampf dabei habt. Ihr könnt hier bis zu 3 Stück haben, so wie bei Riser 1. Und es gibt sogar jetzt hier einen Support, den ihr noch mit dabei haben könnt. Außerdem haben wir hier die Reserve-Charaktere. Hier können wir je nachdem hier so gesehen austauschen. Viele weitere Sachen werde ich euch auch nochmal zusätzlich dann irgendwann noch geben. Dann haben wir hier den Guide. Hier haben wir, dass wir den Items hier in verschiedenen Reitern verfügbar. Und dann seht ihr auch hier, wie viel Prozent ihr dazu noch habt. So sprich, dann erfüllt habt hier bei der Collection. Dann haben wir hier noch die Effekte, die Trades, die es hier auch nochmal gibt zu den verschiedenen Kategorien. Da gibt es auch nochmal Progress, den ihr machen könnt. Dann haben wir hier auch noch die Monster, sprich den Monster Guide. Hier mit Small, Medium, Large und auch mit B, also sprich Boss. Hier könnt ihr auch nochmal jeweils collecten. Hier habt ihr nochmal allgemeine Hilfe, falls ihr da nochmal irgendwas durchlesen wollt. Da gibt es auch viele Informationen zu Sachen, falls euch da noch was unklar sein sollte. Dann habt ihr hier logisch die Option. Hier könnt ihr soweit hier alles soweit einstellen, wie ihr das gerne möchtet. Ja, das wäre es also soweit erstmal hier von den Main-Menü. So, wir sind ja erstmal explizit nur darauf eingegangen. Wir werden auch noch viele weitere Sachen auch nochmal machen. Ich wollte das alles so ein bisschen unterteilen, nicht alles in einem Video zu viel vollstopfen, sondern je nachdem euch das auch nochmal nach und nach euch das dann hier zu zeigen und zu präsentieren. Ich hoffe, es wird euch dann auch Riser 2 gefallen, falls ihr euch das geholt habt. Ansonsten überlegt euch das selber, falls ihr das gerne holen möchtet. Ihr könnt hier einen ganz guten Anschluss kriegen, falls ihr den ersten Teil nicht gespielt habt. Aber ich würde euch hier doch empfehlen, den ersten Teil gespielt zu haben. So wisst ihr schon mal ein bisschen mehr über Riser und auch alle anderen Charaktere, die hier vorkommen. Und ja, wir werden hier aber auch noch weitere neue Charaktere kennenlernen, die auch verschiedene neue Aktionen drauf haben. Und ja, dann bin ich auf jeden Fall auch noch darauf gespannt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, würde mich darüber freuen und auch Feedback. Und selber auch, wie findet ihr Riser, falls ihr das euch geholt habt oder am Überlegen seid. Und dann würde ich mich darüber freuen, wenn ihr noch weitergehend da und nach den Content schauen tut, falls ihr das gerne möchtet. Wäre auch auf jeden Fall nice. Und ja, dann danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal und haut rein.